Großvater? Die Frau im roten Mantel, kennst du sie? Ich habe gedacht, es wäre Anna. Anna? Meine Großmutter? Ja, deine Großmutter und meine Frau. Hat diese Dame ihr sehr ähnlich gesehen? Verblüffend ähnlich. Deine Großmutter war wunderschön und lebenslustig. Ein bisschen so wie du, meine Kleine. Du hast mir nie erzählt, was mit ihr passiert ist. Das war noch vor deiner Geburt. Nach einem Schiffsunglück vor der Küste von Salerno galt sie als verschollen. Seither ist viel Zeit vergangen. Und irgendwann musste ich mich damit abfinden, dass ich sie auf tragische Weise verloren hatte. Ich lasse dich jetzt ein bisschen ausruhen. Geht es ihm wieder besser? Ja, er ruht sich jetzt aus. Dann ist ja gut. Ja. Bist du sicher? Du wirkst besorgt. Nein, schon gut. Es wäre nur schön, wenn meine Großmutter noch da wäre. Ich verstehe. Wie wär's, wenn wir Dete mit dem Gebäck für morgen früh helfen? Mhm. Die schmecken so gut. Ja, Dietes Rezepte sind einfach die besten. Du machst mich noch ganz verlegen, Clara. Danke, Tante Dete. Sebastian? Ja, Heidi? Warum bügelst du denn die Zeitung wie ein Hemd? Weil sich eine richtig gut gebügelte Zeitung sehr viel leichter umblättern lässt. Kann ich mal probieren? Nur zu. Oh, das ist die Frau aus dem Park. Sie ist der Geist, den Großvater gesehen hat. Darf ich das lesen? Aber natürlich. Großer Festakt heute um 15 Uhr in Anwesenheit der Baronin Alice Di Borgo und des Bürgermeisters. Anlass ist die Schenkung einer seltenen Ausgabe von Johann Wolfgang von Goethes Faust an die Frankfurter Bibliothek. Um unserer Stadt diese Kostbarkeit zu vermachen, ist die Baronin eigens aus Salerno in Italien angereist. Salerno, der Ort, von dem Großvater gesprochen hat. Das kann kein Zufall sein. Ich muss ihm unbedingt die Zeitung zeigen. Ist das wirklich eine gute Idee? Er muss sich noch erholen und das könnte ihm einen Schock versetzen. Du hast recht, er darf sich auf keinen Fall aufregen. Und vielleicht sollten wir auch erst noch mehr über die Baronin Di Borgo herausfinden. Aber ja, wann findet der Festakt heute statt? Um 3 Uhr in der Bibliothek. Hm, und ausgerechnet heute haben wir Benimmunterricht bei Fräulein Rottenmeier. Ach ja, je.